Stehst du vielleicht selber gerade kurz vor einem Umzug und fragst dich eigentlich, was in der neuen Stadt alles auf dich warten wird? Oder bist du selber am Überlegen, ob du auswandern sollst und weißt nicht, ob das Land wirklich so das Land ist, in dem du dich wirklich wohlfühlen würdest? Das sind so Fragen, die kann man mithilfe der Astrologie ganz gut beantworten. Und wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Hanna, das ist mein Astrologie-Channel und wir beantworten hier ganz viele Fragen zum Thema Astrologie. Interessierst du dich also dafür, abonniere gerne meinen Kanal. Dann verpasst du nämlich auch keine weiteren spannenden Videos zu eben genau solchen Themen vielleicht. Und genau genommen ist dieses Video sogar ein Teil 2, weil ich habe ein Video gemacht, Astrokartografie, auf der du sozusagen deine Weltkarte findest mit den Orten, wo du vielleicht bestimmte Erfahrungen sammeln kannst. Und das Video ist ziemlich gut angekommen und es sind aber auch ganz viele Fragen natürlich aufgekommen. Und in der Astrologie ist es nun mal so, es gibt immer einen Schritt weiter, den man bedenken muss. Es ist nicht alles so offensichtlich, wie es im ersten Moment vielleicht auch erscheint. Deswegen, wie versprochen, der Teil 2. Es sind, wie gesagt, aber immer wieder ähnliche Fragen aufgetaucht, die wirklich wichtig sind, glaube ich, fürs Verständnis, fürs allgemeine Verständnis, was wir da eigentlich machen, wenn wir in der Astrokartografie eine Karte erstellen mit deinen ganzen Linien drauf. Das Ganze sieht ja ungefähr so aus, ein bisschen verwirrend. Kannst du dir erstellen mit Hilfe des Videos, was ich gedreht habe? Schau es dir gerne an, wenn du es noch nicht getan hast. Was wir dort gemacht haben von der Idee, ist, dass wir deine Planeten sozusagen aus deinem Geburtshoroskop an Winkel gesetzt haben, also an Eckpunkte, die man in der Astrologie als manifestierende Punkte beschreibt. Also das sind wirklich wichtige Punkte im eigenen Horoskop, wo sich sozusagen deren Erfahrung durch den Planeten, den wir dorthin setzen, verstärken können. Und das heißt auch, wenn du selber sagst, Hanna, ich lebe mein Leben lang schon an meiner Pluto-Deszendentenlinie, dann heißt das, dass du damit geboren wurdest. Also wenn du sagst, du lebst dein Leben lang schon da, heißt, du bist geboren vielleicht 100 Kilometer weiter weg oder lebst immer noch in Deutschland, ist nicht so ein großes Land. Also das heißt, du lebst sehr nah an dieser Pluto-Deszendentenlinie, weil es in deinem eigenen Horoskop so ist, weil du Pluto am Deszendenten hast. Also es ist was, womit du geboren wurdest und das heißt, das Problem ist dir nicht neu, sondern du kennst es einfach und dieser Ort, ja, trägt eben diese Energie für dich. Ist es zum Beispiel was, woran du arbeiten möchtest, kannst du natürlich versuchen, Pluto zu verlegen im eigenen, also durch Astrokartografie eben. Aber man hat halt eben auch nur begrenzt sozusagen Einfluss darauf. Also ich hatte auch die Frage, warum zum Beispiel habe ich keine Sonnen-IC-Linie? Ja, auch das ist eine Sache. Nicht jeder Mensch kann jeden Planeten an einen Winkel setzen, weil es von deinem eigenen Horoskop abhängig ist. Also wir haben nur begrenzt Einfluss darauf, wie wir quasi unser eigenes Horoskop auf die Erde verlegen können und haben quasi auch nur begrenzt Einfluss darauf, wie sehr wir wirklich diese Geschehnisse auch beeinflussen können. Finde ich ganz interessant, weil es ja wirklich dieses auch, ja, die Idee von Schicksal, Vorbestimmung, Bestimmung, aber auch freier Wahl haben. Also du hast eine gewisse freie Wahl, sozusagen dir Orte aufzusuchen und vielleicht andere Energien selber zu generieren, um mit deinem Problem umgehen zu können. Aber du musst dich auch dazu entscheiden. Nichtsdestotrotz gilt aber, dein Geburtshoroskop ist dein Geburtshoroskop, das ist dein Blueprint, das ist deine Karte, mit der du geboren wurdest und die verändert sich nicht, auch wenn wir sie woanders, auch wenn du an einen anderen Ort gehst. Das bist du, das ist wie deine DNA. Wir versuchen deine DNA mit Supplements oder so zu unterstützen, aber wirklich deine Aufgaben bleiben an sich immer die gleichen. Das heißt, nicht jeder Mensch kann zum Beispiel auch einen Aszendenten Löwe bekommen. Also das sind auch so Sachen. Nicht jeder Mensch kann an einem anderen Ort die gleichen Sachen machen wie jeder andere. Also es ist doch sehr individuell auf dich bestimmt, was ich wiederum aber auch gut finde, weil es dir wirklich auch zeigt, du selber hast gewisse Aufgaben in diesem Leben zu erledigen. Und das ist zum Beispiel dann eben nicht eine, ja, ein Löwe-Aszendent oder wie du selber dir gewünscht hast, eine Sonne-IC-Linie zum Beispiel. Dann war natürlich der Aufschrei auch groß bei Leuten, die gesagt haben, ich habe zum Beispiel da gar keine Linien. Jein, hast du schon, nur du hast sie nicht gesehen. Weil bei astro.com, bei der Astrokartografie, kannst du gewisse Einstellungen vornehmen, mit denen du siehst, dass es noch mehr Karten gibt. Und ich habe ja gesagt, dass es aber noch viel mehr gibt als nur deine Karte und dass deine Karte auch nur der erste Schritt eigentlich ist.
Deswegen dachte ich natürlich, ich zeige es euch an einem Beispiel, was wir wirklich beachten müssen, wenn wir uns Orte auf der Welt aussuchen und welche Erfahrungen wir wirklich dort ja, vielleicht sammeln werden. Wir machen das Ganze wieder mit einem Laptop über astro.com, also schnapp dir gerne einen Laptop oder auch gerne am Handy. Am Handy ist es ein bisschen schwieriger, weil der Bildschirm so klein ist. Geht auch, aber du wirst schon merken, was ich meine. Ja, also wenn wir wieder bei astro.com sind, das heißt hier auf dieser schönen Seite, kannst du links unter die Gratis-Horoskope dir erstmal wieder die Karte ausgeben lassen. Also Ortsastrologie, Astroklick Reisen. Wir rufen also die Karte von Valerie auf. Also Valerie ist ein fiktives Beispiel. Also wenn du Valerie heißt, du bist nicht du, es ist jemand anders. ja, und was wir machen, ist, dass wir ja beim ersten Schritt im ersten Video ja geguckt haben, okay, es gibt schöne Linien, denen man gute Eigenschaften nachsagt. Und das sind vor allem Sonne- und Mondlinien, ja, Venus- und Jupiterlinien. Das sind alles so Sachen, die sind sehr allgemein gehalten und halt nicht sehr individuell auf dich abgestimmt. Und das ist etwas, was ich heute mit euch zusammen näher betrachten möchte. Und zwar gab es zum Beispiel allgemein noch die Frage oder die Aussage, ich habe hier zum Beispiel irgendwie, wenn ich näher ranzoome, Valerie hat zum Beispiel hier in Frankreich irgendwie nur eine große Linie, hier aber in der Mitte irgendwie nicht viel. Sie will hier aber nahe Reisen unternehmen und fragt sich, okay, hier sind aber gar keine Linien. Stimmt nicht ganz, weil das ist hier der erste kleine Trick, den ich dir zeigen kann. Oben links, wenn du deine Karte geöffnet hast, kannst du das deine Kästchen hier anklicken mit harmonischen Aspekten. Und tada, siehst du, da gibt es noch viel mehr Linien. Also das stimmt nicht ganz. Sie hat zum Beispiel positive Aspekte. Mond-Trigon-Aszendent, hier durch London laufen, dann hat sie hier noch Pluto. Trigon, Aszendent, MC. Also es gibt hier mehr Linien, die sozusagen auch noch positive Einflüsse an Linien darstellen für Valerie oder auch für dich. Also selber kannst du so noch in deinem nahen Umfeld vielleicht nach positiven Aspekten schauen. Das ist nämlich das Gute, das sind die Symbole, die hier so angezeigt werden, von Aspekten. Wenn man sie nicht kennt, ist nicht schlimm, weil die schlechten oder negativen oder Spannungsaspekte, wie wir sie auch nennen, kannst du dir hier oben auch anzeigen. Das heißt, das ist unterteilt in positiven Aspekten und eher herausfordernden Aspekten. Also Spannungsaspekte hier zum Beispiel Merkur-Quadrat-Aszendent, Saturn-Quadrat-MC. Das sind zum Beispiel so Linien, okay, da sind bestimmte Herausforderungen. So, das war erstmal das. Also es gibt viel mehr Linien, als du eigentlich denkst. Und wir gucken jetzt also mal für Valerie selbst, aber in ihr eigenes Horoskop, weil das ist das, was man machen muss. Wenn du zum Beispiel wohin ziehen möchtest und eine Frage hast oder ein Problem, dann müssen wir erst dein eigenes Horoskop angucken und das ist nämlich das ganz Wichtige. Du musst dein eigenes Horoskop kennen für diesen Schritt. Also, ganz allgemein, was ich immer mache, Big Three, du selber solltest auch deine Big Three kennen. Was ist das? Sonne, Mond, Aszendent. Für unser Beispiel von Valerie, sie ist hier unten Sonne, Waage, das ist das Symbol der Sonne. Sie ist Mond in Fische und sie hat hier Aszendent Krebs, weil das ist die Linie, die das markiert. Also sie hat zweimal Element Wasser, einmal Element Luft. So, das heißt eigentlich ist Valerie, ja so von der Grundperson, ja eine Waage, sehr harmoniebedürftig. Das ist auch ein kommunikatives Zeichen, also jemand, der ja vielleicht ein ästhetisches Auge hat, auch gerne im Austausch mit anderen ist. Ja, gerne im Tandem vielleicht auch arbeitet, ja. Dann hat sie aber diese wässrige, emotionale Seite, also doch ein sehr, sehr empathischer Mensch, ein sehr fürsorglicher Mensch mit Krebs-Aszendent. Also diese Wasser, das Wasser dominiert auf jeden Fall ihre Luft. Plus, wir schauen Sonne in welchem Haus, dazu habe ich mal ein Video gemacht. Kennst du noch nicht, weißt du nicht, wo deine Sonne steht, schaust dir bitte an, es ist sehr wichtig. Das gibt viel Informationen darüber, wie du deine Sonne auch ausdrückst. Und Valerie hat ihre Sonne im vierten Haus, also das vierte Haus ist das sozusagen, was du mit dem Krebs assoziieren kannst. Also es ist das Haus, was wir mit Familie assoziieren, unserer Herkunft, aber auch so, ja wirklich auch so unsere unbewussten Teilen. Also Herkunft ist wirklich schon auch sowas wie vielleicht schon Karma oder Vorheriges, also das ist wirklich auch ein Wasserhaus. Das heißt, Valerie, ja, sie ist vage, aber sie hat es direkt am IC, das ist ein Eckpunkt, ein sehr sensibler Punkt, wie wir wissen. Und das ist das, das Zuhause, viertes Haus, Wasser. Also Valerie ist eigentlich noch mal mehr Wasser, als man es vielleicht durch ihre Waage sehen wollen würde, weil sie es im vierten Haus stehen hat. Also das ist so die Grundpfeiler von der Grundperson, die wir erkennen müssen.
Dann gibt es so Sachen, was Valerie mir erzählt, zum Beispiel, dass sie, ja, sie hat eigentlich so jemand, sie ist jemand, sie mag gerne teure Dinge, sie mag gerne luxuriöse Dinge. Manchmal ist es aber auch so, dass ihr das so ein bisschen, ja, dass sie das nicht so richtig ausdrücken kann, dass sie das Gefühl hat, dass sie das nicht voll leben kann, also ihre Löwenseite. Also, weil das ist das, sie mag luxuriöse Dinge, sie lässt das sich gerne gut gehen, sie mag Schminke, gibt auch gerne mal ein bisschen mehr aus für teure Klamotten. Und das ist das, Venus, das ist sozusagen im Löwen bei ihr und das steht im zweiten Haus. Also es ist ganz klar, das definiert auch so ein bisschen ihren Selbstwert. Und die Venus ist das, wie wir uns auch als Frau, gerade als Frau selber sehen, wie wir auch lieben. Also es ist schon so, das Thema Liebe ist für sie ein, ja, ein Thema. Und sie fragt sich selber, ja, irgendwie, ich sehe ja hier zum Beispiel auch, es gibt ein Quadrat zu Pluto, also es ist ihr eigener innerer ja, Konflikt halt auch in Beziehung. Pluto steht im fünften Haus, Romantik. Also eigentlich wünscht sich sozusagen Valerie, ja, so in der Partnerschaft auch gesehen zu werden, also gewertschätzt zu werden und viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber natürlich gibt es da so Aufgaben im Leben, die sie selber auch meistern muss. Gut, sie hat das jetzt aber angesprochen, das heißt, ich habe verstanden, wir kümmern uns darum. Das zweite Haus ist das, wo wir gucken müssen, welche Linie steht hier. Das steht hier im Löwen und das heißt, wir gucken im zweiten Haus, was steht dort? Die Venus. Die Venus selbst ist also der Planet, nach dem wir auf der Karte gucken wollen. Plus, welches Haus regiert das zweite Haus? Das ist der Löwe. Und dann musst du überlegen, wo welcher Planet beherrscht den Löwen. Also es ist die Häuserherrschaft in deinem eigenen Horoskop und der Löwe wird durch die Sonne regiert. Also es gibt sozusagen zwei Planeten, die ich auf der Karte anschauen würde, um das Problem oder die Herausforderung, die Valerie selbst mit ihrem Löwen irgendwie hat, vielleicht zu lösen oder wie könnten wir sie lösen. Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich. Also Häuserherrschaften habe ich auch mal ein Video gemacht. Schau es dir gerne an, wenn du nicht weißt, was ich meine. Also, ja, wir haben das, was im zweiten Haus steht. Bitte ignoriere hier diesen Asteroid. Die habe ich nicht weggemacht. Also nur der Planet Venus und welches Tier, also welcher Planet regiert dieses Haus? Die Sonne. Also gehen wir wieder auf die Karte von Valerie. Und wir schauen, okay, wie könnten wir denn jetzt, wir suchen also Venus und Sonnenlinien für Valerie. Und ich sehe hier auf jeden Fall schon alleine innerhalb, ja, Europa ist es nicht mehr, ich sehe hier eine Venus-Aszendentenlinie. Und das ist was, wo mein erstes Auge auf jeden Fall hinfällt, weil die Venus ist für Valerie, weil sie in der Nacht geboren ist, sehr bedeutsam. Und das ist nämlich das Interessante, was ich, glaube ich, schon mal angesprochen habe. Es ist wichtig, dein eigenes Horoskop zu kennen und zu wissen, ob du zum Beispiel nachts oder tagsüber geboren wurdest. Also hier kann ich es dir nochmal am Beispiel zeigen. Klar kannst du es an der Uhrzeit sehen, aber du kannst es auch auf der Karte selbst ablesen. Also Aszendent-Deszendent-Linie markiert dir den Horizont. Und der Aszendent ist sozusagen der Zeitpunkt, wo die Sonne am östlichen Himmel aufgeht. Und da sieht man deinen Aszendenten. Und ist deine Sonne sozusagen unterhalb dieser Linie, also zwischen den Häusern 1 bis 6, dann bist du jemand, der in der Nacht geboren ist. Und bist du aber jemand, der seine Sonne oberhalb stehen hat, dann bist du tagsgeboren. Und Tagsgeborene haben sozusagen andere gute Planeten als zum Beispiel Nachtgeborene. Und für Tagsgeborene ist es eigentlich sozusagen der Planet Jupiter und für Nachtgeborene ist es aber der Planet Venus. Und es ist jetzt ein Zufall, dass die Venus sozusagen auch das Problem sozusagen ist, was wahrscheinlich eigentlich ein gar nicht so ein großes Problem ist, wie Valerie es vielleicht selber wahrnimmt. Aber das heißt, wir gucken, okay, Valeries Venus-Aszendentenlinie durchläuft direkt Moskau. Also ich sehe die Stadt Moskau und denke mir, oha, okay, das heißt, wir könnten Valeries Problem oder ihr Gefühl von, dass sie sich damit nicht so gut verbinden kann oder zeigen kann, lösen vielleicht oder verstärken oder ja, mehr Fokus drauf legen, indem wir sie nach Moskau schicken. Also, was habe ich getan? Ich habe eine Karte für Valerie erstellt, wie sie in Moskau sozusagen aussehen würde, also ein Geburtshoroskop. Und das ist der Schritt, den du jetzt unter Gratis-Horoskope selber durchführen musst. Also, wir sind auf Gratis-Horoskope und du gehst auf Horoskop-Zeichnung. Nee, gar nicht. Wir sind auf Gratis-Horoskope gegangen. Du gehst auf erweiterte Grafikauswahl.
Und wir haben hier Valerie gespeichert, also das bist du selber. Was jetzt ganz wichtig ist, wir erstellen für Valerie ein Relokationshoroskop. Und das ist das, wovon wir jetzt in diesem ganzen Video reden werden. Das heißt, wir haben uns einen Ort ausgesucht für Valerie, an dem sie lebt und wo sie hingehen soll, also nach Moskau, weil wir es auf der Karte gesehen haben. Aber wie würde Valeries Leben wirklich aussehen, wenn sie in Moskau ist? Und dafür gibt es sozusagen ein Geburtshoroskop oder ein Relokationshoroskop, das anzeigt, wie ihr gesamtes Horoskop dadurch beeinflusst werden würde. Wichtig ist aber, dass man bevor hier auf Bezugsort geht und den Bezugsort ändert. Weil wir haben jetzt hier für Valerie gesehen, Moskau ist ihr Ort, an den sie hingehen soll. Das heißt, wir geben hier Moskau, Russland ein, weiter. Und gehen dann hier unter Horoskop Art, suchen wir ganz unten Relokationshoroskop. Und hier steht es schon, inklusive, also in Klammern, braucht Bezugsort. Deswegen haben wir den vorher eingegeben. Also du musst erst den Bezugsort hier unten unter Voreinstellung angeben. Hier kannst du es ändern und gibst dann Relokationshoroskop ein. Und dann lässt du dir das Horoskop anzeigen. Und dann sehen wir Valeries Geburtshoroskop, wie es aber aussehen würde, wenn sie in Moskau leben würde. Das heißt, wenn wir Valerie in Moskau hätten, dann ist sie Aszendent Löwe und sie hat Venus am Aszendenten liegen. Also sie hätte ein viel, viel stärkeres Ich-Gefühl von ihrer Löwentendenz. Sie hätte auch die Venus auf ihrem ihrem Aszendenten liegen. Das heißt, sie hat wirklich rein physisch, optisch, sieht sie wahrscheinlich schöner aus, ist wahrscheinlich sogar attraktiver für Männer. Also hat nach außen hin eine viel weiblichere Art, die sie zum Beispiel selber vielleicht auch viel mehr wahrnehmen kann, weil es ist das erste Haus. Und was auch passiert ist, ist, dass Valeries Sonne jetzt aber im dritten Haus steht. Also Valerie ist jetzt nicht mehr im vierten Haus, wo ich gesagt habe, im Wasserhaus und ganz, ganz, ja, vielleicht auch jemand, der gerne zu Hause ist und ganz nah bei der Familie und vielleicht gar nicht, ja, ganz viel Zeit auch für sich braucht. Das hat sich jetzt verändert, weil Valerie grundsätzlich eine Sonne im dritten Haus stehen hat. Also sie ist eine Waage. Es wird immer noch hier durch die Jungfrau regiert, das ist was anderes, also was, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Aber das dritte Haus ist grundsätzlich das des Kommunikators, also es ist jemand, der auf jeden Fall spricht und sehr gesellig ist und in den Austausch mit seinem nahen Umfeld geht. Also Valerie hätte sozusagen jetzt ein ganz anderes Ich-Gefühl, als Löwe aufzutreten, vielleicht viel selbstbewusster. Und sie ist auch sogar noch viel kommunikativer, also sie hat hier auch noch Merkur. Also grundsätzlich ist das, wo Valerie sich vielleicht viel, viel besser fühlen würde, in dem, wie sie vielleicht auch vielleicht mit dem ihre Probleme in der Sache Liebe lösen könnte. Also wie sie zum Beispiel mit Leuten, weil sie jetzt viel selbstbewusster ist. Andererseits natürlich gut, sie hat jetzt Mond im achten Haus, Krebs, das ist jetzt im Wasserhaus, das ist auch sehr, ja, sehr starkes Placement sozusagen, sehr intuitiv. Und das ist das. Grundsätzlich ist das Horoskop von ihr gleich geblieben. Wir haben nur, was haben wir gemacht? Wir haben die Häuser verändert. Also Valerie ist jetzt sozusagen Löwe-Aszendent, immer noch Sonne-Waage, immer noch Mondfische, aber das in einem Wasserhaus, aber das jetzt in einem Lufthaus. Also nochmal zusammengefasst, was haben wir getan? Wir haben für Valerie ein Relokationshoroskop erstellt für Moskau. Also sie wäre in Moskau ein Aszendent-Löwe, immer noch Sonne-Waage, Mond in Fische, aber sie lebt sozusagen dort viel mehr ihren Löwenanteil aus, kann also viel mehr vielleicht auch das in sich selber anerkennen, dass wir leben, das vielleicht auch besser ausführen. Also wirklich so dieses Gefühl haben, dass das eine Seite ist, die sie auch vielleicht in guter Ausprägung mehr leben kann. Also wir haben ja auf der großen Karte geschaut, eben nach diesem Aspekt von Venus, weil ich gesagt hatte, zweites Haus, da war die Venus drin, aber das zweite Haus wurde ja auch vom Löwen regiert, also von der Sonne. Das heißt, ich schaue auch nochmal auf die große Weltkarte, wo denn Valerie vielleicht noch eine Sonnenlinie hat. Also sie hatte ja hier die Sonne-IC-Linie, das war in Deutschland, sie ist in Deutschland geboren, das war ihr natürliches Placement, das war am vierten Haus, das war dieses Wasserding. Und ich sehe aber, dass sie hier zum Beispiel noch eine Sonnenlinie am Deszendenten hat. Also sie hat hier eine MC, das sieht aber aus irgendwo in der Walachei, das ist mir zu weit weg. Ich gehe aber mal hier rein und zwar sehe ich, dass Valerie hier, das sieht doch nach schönen Ländern aus. Schauen wir mal, Southampton, nee, wir wollen mal nach Amerika. Ja, das sieht doch schöner aus. Also Valerie will sicher in ein schönes Land. Hier die USA. Sie hat hier eine
Deszendenten Sonnenlinie. Und da schauen wir mal, ob das was wäre, was vielleicht auch gerade das Thema Beziehungen vielleicht verstärken könnte. Also sie hat gesagt, Liebe, das ist irgendwie ein Thema und auch irgendwie Beziehungen. Ich sehe, dass sie das hier einmal quer durch Florida, Kuba, Cayman Islands, also Nähe Jamaika, Panama hat sie es auch. Aber gucken wir mal, ein schönes Örtchen wäre doch zum Beispiel Miami. Das heißt, ich erstelle jetzt nochmal ein Horoskop für Valerie für Miami. Also wir müssen einmal, Entschuldigung, auf erweiterte Grafikauswahl nochmal gehen. Dann siehst du, Valerie ist hier unten den Ort, Bezugsort, ändern wir einmal zu anderer Ort, Miami. Miami, Florida. Und dann geben wir hier Relokationshoroskop. Also das ist das, was ihr selber auch machen müsst, wenn ihr einen Ort findet, um zu sehen, wie eure, ja, wie euer eigenes Horoskop sich dadurch verändert. Und tada! Wir haben gesagt, was haben wir getan? Sonne ist am Deszendenten, also Beziehungslinie. Sie ist schon eine Waage und dann noch die Sonne im siebten Haus. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Beziehungen wären auf jeden Fall ein Thema, aber es wäre auch genau das, was sie ja vielleicht möchte. Also Beziehungen würden einen großen Teil in ihrem Leben spielen. Und was auch passiert ist, ist, dass sie jetzt Aszendent Widder ist. Und Aszendent Widder mit sogar Mars im ersten Haus ist einfach extremst durchsetzungsfähig. Also sie hätte ein viel stärkeres Ich-Gefühl von auch, was ich möchte und was ich in Beziehungen möchte. Also es ist eine starke Opposition, die hat sie grundsätzlich im Geburtshoroskop. Also ihr wisst ja, die Aspekte verändern sich nicht. Das Thema an sich oder die Arbeiten, die sie hat, sind gleich, aber es fokussiert sich sozusagen der Lebensbereich und die Erfahrungen, die sie dann sammelt, ja, die verändern sich einfach durch den Ort. Also an diesem Ort ist Valerie vielleicht viel durchsetzungsfähiger, weiß viel mehr, was sie will, ist vielleicht auch ein bisschen impulsiver und nicht mehr ganz so, ja, vielleicht auch ganz so, so sensibel. Also sie hat ja den Mond Fische, ja, immer noch, auch zwölftes Haus, ja, immer noch ein Wasserhaus, also volle Kanne, empathischer Mensch auf jeden Fall. Das ist ein Grundding, das wird sich nicht verändern. Aber es ist auch im zwölften Haus, also vielleicht ist sie dort ja viel mehr auch spirituell. Vielleicht hat sie dort viel mehr Zugang zu, ja, zu ihrer spirituellen Seite, die ihr auch hilft, einfach ein stärkeres Ich-Gefühl zum Beispiel als Widder auch zu bekommen. Also der Widder ist einfach sowas, wo ich sage, das ist ein, ja, das verstärkt nochmal wirklich auch deine Sonne in dem, weil du sozusagen die Häuser sich sehr harmonisch ausdrücken. Also das ist ja quasi die Verteilung, die es normal auch wäre. Und sie wäre so zum Beispiel dann, ja, Tag, also ein Tageshaus sozusagen, eine Sonne. Also ja, auch das wäre ein Ort, wo ich glaube, es Valerie hinsichtlich ihrer Weiblichkeit oder ihrer Durchsetzungsfähigkeit, zum Beispiel auch in Beziehungen, deutlich besser gehen würde und das Problem vielleicht lösen würde oder das Problem vielleicht ja für sie leichter machen würde, daran zu gehen. Also in dem, wie sie sich als Löwe vielleicht selber auch ausdrücken kann. Weil das war ja das, was sie selber gesagt hat, ist ihr wichtig. Und wo hat sie jetzt Venus? Löwe, fünftes Haus. Also das fünfte Haus wird immer noch durch den Krebs regiert und das ist ja auch irgendwie was verständlich. Sie ist ja im Geburtshoroskop Aszendent Krebs, eigentlich viertes Haus. Also sie hat, ihr Geburtshoroskop verändert sich ja nicht. Aber plötzlich kann es sein, dass sie hier ja, Romantik erfährt, dass sie dort hier Liebe erfährt, dass sie vielleicht viel kreativer ist. Also das ist sowas, ja, das verstärkt auch wirklich dieses Thema des Löwens für sie. Also Sonnenlinie hat zum Beispiel jetzt für sie den Löwen ins fünfte Haus gesetzt und die Venuslinie, die wir uns angeschaut hatten, hatten es auf den Aszendent gesetzt. Also ja, Venus ist sozusagen hier für sie viel deutlicher und leichter für sie erreichbarer. Also ihr seht, das ist das, was man so machen kann, wenn man den Hauptlinien folgt. Ich hatte euch ja gesagt, wir machen noch einen ganz kleinen Schritt weiter, weil ich weiß, für die, die interessiert sind, die bleiben eh dran und die, die nicht interessiert werden, können jetzt gerne auch abschalten. Weil ich hatte ja gesagt, harmonische Aspekte gibt es auch und wir haben, bam, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Orte, die wir uns aussuchen könnten. Und ich will jetzt gar nicht unbedingt so nach Amerika, weil das heißt, ich habe Valerie jetzt eigentlich schon ja, völlig außer das Land geschickt. Also ich habe sie nach Moskau geschickt, ich habe gesagt, Miami ist ein guter Ort. ja,
weiß nicht, kann ja sein, dass Valerie sagt, oh, das sind alles so Länder, eigentlich, weiß ich nicht, das eigentlich kann ich mir vorstellen, so als Löwe sind das schon so Länder, wo es ja auch so ums Aussehen geht, also macht irgendwie auch Sinn, ne? Moskau und Miami sind echt Länder, wo es ja auch irgendwie um Prestige geht und gesehen zu werden, Schönheit, schöne Menschen gibt es dort auf jeden Fall. Aber ich weiß auch zum Beispiel, wir hatten ja geguckt nach harmonischen Aspekten, habe ich jetzt geguckt, was gibt es denn für Valerie so im nahen Umfeld, auch in warmen Ländern, das hat sie mir gesagt, sie möchte gern wohin, wo es warm ist, verständlich. Und hier gibt es zum Beispiel einmal Sonne, Sextil, Aszendent, dann gibt es hier, was ist denn hier noch, wir gucken mal daran, sollen wir da mal reingehen? So, und das ist doch, schauen wir mal, quer durch Rhodos, das sieht doch gut aus. Also eine Sonne-Aszendentenlinie für sie und eine Venus-Trigon-Linie, gut, aber wir bleiben hier, Rhodos. Das heißt, was habe ich getan? Ich habe natürlich schon ein Horoskop für sie erstellt für Rhodos. Damit wir das nicht alles nochmal schneller machen müssen. Also, wenn sie nach Rhodos gehen würde, das ist jetzt ein harmonischer Aspekt. Also harmonische Aspekte sind nicht ganz so extrem wie eben die Hauptlinien. Also wir hatten uns in dem ersten Jahr die Hauptlinien angeguckt. Jetzt gucken wir uns ihre harmonischen Aspekte an. Und was wäre sie hier? Sie wäre hier ein ganz junger Aszendent-Löwe mit Venus im ersten Haus, immer noch Sonne drittes Haus, Waage. Und ihr Mond wäre noch im 9. Haus, so wie es auch in ihrem Geburtshoroskop steht. Also vielleicht ist das sogar was, wo sie sich noch wohler fühlen würde, weil es nicht ihren Mond in ein 8. Haus setzt und so stark wieder ins Wasser schwimmt, was sie ja eigentlich so ein bisschen versucht vielleicht auch zu entfliehen. Und es wäre, würde ihr aber trotzdem helfen, die Venus im 1. Haus zu haben, ein kommunikativeres Bild nach außen zu haben. Es wird zwar durch die Waage regiert, aber es ist trotzdem noch durch Jungfrau regiert, das 3. Haus, aber sie ist trotzdem immer noch, weitaus vielleicht offener, vielleicht zugänglicher nach draußen und kann eben die positiven Aspekte mitnehmen, muss aber dafür nicht nach Moskau ziehen. Das war also, was wir jetzt mit Valerie getan haben. Wir haben für Valerie auf der Karte nach Orten gesucht, die ihr eigenes Problem adressieren. Das heißt, der allererste Schritt, den du wirklich eigentlich machst, ist immer bei dir selbst anfangen und dein eigenes Geburtshoroskop kennen und deine Probleme dir betrachten. Also was ist das Haus, was dir Probleme bereitet? Welcher Lebensbereich ist es? Und bei Valerie war es eben zum Beispiel der eigene Selbstwert, die Ansicht, wie sie sich als Frau sieht. Das war nämlich da, wo sie auch die Venus hat. Und das ist das, was wir uns angeguckt haben. Also du schaust dir das Haus an und musst also gucken, welche Planeten sind dort drin. Und von welchem Tierzeichen bzw. welcher Planet beherrscht denn dieses Haus in meinem Horoskop? Das sind also die Sachen, die du als erstes machen musst, um selber zu gucken, nach welchem Planeten suchst du denn auf der Karte? Und dann kannst du eben auf der Karte nach Hauptlinien gucken. Das ist das, was wir für Valerie gemacht haben mit Moskau und Miami. Oder du kannst eben nach harmonischen Aspekten gucken. Das ist zum Beispiel das, was wir gemacht haben für Valerie mit Rhodos. Also das ist so das, wo du erstmal dich selber kennen musst und dein Problem vielleicht auch identifizieren musst, um zu wissen, wonach du denn eigentlich suchst. Und wichtig ist auch, dass wir aber, Valerie unterstützen können in ihrem Vorhaben, aber ihre Grundprobleme bleiben ja gleich. Also dir ist vielleicht auch wirklich aufgefallen, dass die Aspekte alle gleich bleiben. Also wir versetzen nur einen Planet zum Beispiel an einen anderen Winkel und drehen das gesamte Bild, aber halt in verschiedene Häuserbereiche. Also natürlich verändert sich dein Grundproblem nicht, aber du hast vielleicht Möglichkeiten oder Energien, mit denen du arbeiten kannst, um mit einer anderen Sichtweise vielleicht auch drauf zu gehen, auf deine Probleme anzugehen. Was eben auch wichtig ist, das kam jetzt halt eher so zwischendurch und ich hoffe, wenn du aufmerksam warst, ist das was du dir auf jeden Fall nochmal aufschreiben solltest oder dir bewusst werden solltest. Bist du jemand, der ein Tageshoroskop hat oder ein Nachthoroskop? Bist du jemand, der unterhalb der Aszendenten-Deszendenten-Linie seine Sonne stehen hat, also im 1. bis zum 6. Haus? Bist du ein nachtgeborener Mensch? Also du hast ein Nachthoroskop. Bist du jemand, der seine Sonne zwischen 7. und 12. Haus stehen hat? Hast du selber ein Tageshoroskop? Und es gibt Unterschiede in den Planeten, welche für dich besser von Vorteil sein können. Und für Tagesgeborene ist es so, dass die Sonne und Jupiter wirklich die Planeten sind, die sich für dich viel besser anfühlen. Also nach denen du auch schauen solltest, zum Beispiel grundsätzlich,
in deinem Horoskop oder auf der Karte. Und auch ist es so, dass aber zum Beispiel eine Marslinie eher nicht so sich so gut anfühlt für Tagesgeborene. Und die Idee kommt aus der traditionellen Astrologie und da ist Mars nämlich ein Nachtplanet. Und als Tagesgeborener kannst du nicht so gut mit der Energie von Nachtplaneten umgehen. Also das heißt, eine Marslinie als Tagesgeborener eher vermeiden, wenn du kannst. Und als Nachtgeborener sind deine vorteilhaften Planeten eben Venus und Mond. Das sind das sind Nachtplaneten. Das heißt aber für dich selbst ist zum Beispiel der Planet Saturn eigentlich etwas, was ein Tagesplanet ist und eine Saturnlinie fühlt sich für dich nicht so gut an. Das ist ein Prinzip, das kannst du selber mitnehmen, um selber sozusagen auch zu navigieren, welche Linien du vielleicht wirklich für dich persönlich eher vermeiden solltest. Also ich weiß, es war wieder viel. Ich habe es versucht, so oberflächlich wie möglich zu machen. Ich hoffe auch, dass es nicht zu sehr verwirrend war. Schreib mir bitte gerne in die Kommentare, ob du es verstanden hast, ob du es interessant fandest und ob es dir gefallen hat, weil dann ja, dann lass es mich gerne wissen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich kann gerne versuchen, solche Tutorials noch mehr mit euch zu machen. Also lasst erstmal ein bisschen Liebe da und wir sehen uns ganz bald.